herzlich willkommen zum DigiTalk, unserem Online-Diskussionsformat und Bildungsformat zu digitalen Themen im Rahmen von DigiProf auf Erwachsenenbildung.at. Mein Name ist Karin Kulmer von Conedo. Ich bin heute für die Moderation zuständig und außer mir sind auch noch Gunther Schüssler und Bianca Halb aus dem Conedo-Team dabei, die auch eben kräftig supporten. DigiProf und die DigiTalks werden gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem BMBWF. Und an dieser Stelle ein herzlicher Dank dafür. Und bevor wir nun ins Thema gehen und die drei Diskutantinnen sich vorstellen werden, erlauben Sie mir noch ein paar organisatorische Hinweise. Zunächst einmal bitte beachten Sie, dass der DigiTalk aufgezeichnet und veröffentlicht wird, dass Sie durch Ihre Anmeldung dem auch zugestimmt haben. Wenn Sie während der Diskussion Fragen oder Kommentare haben, dann bitte ich Sie, dass Sie die in den Chat schreiben. Wir werden sie dann gern aufgreifen und gegen Ende der Diskussion gibt es auch noch die Gelegenheit, sich persönlich zu Wort zu melden. Ich möchte außerdem noch einmal bitten, dass Sie sich stumm schalten während der Diskussion, damit wir einander einfach gut hören können. Und genau, dass einfach da keine Störgeräusche dabei sind. Und wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen, das ist auch ganz wichtig, dann geben Sie bitte den vollen Namen an und bleiben Sie bis zum Ende dabei und Sie bekommen dann von uns im Nachgang eine E-Mail. Genau. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie uns auch gerne im Chat schreiben. Soweit einmal zum Organisatorischen. Und damit steigen wir dann eigentlich schon ins Thema ein, nämlich die Psychologie des Online-Raumes. Und ich freue mich sehr, heute unsere drei Diskutantinnen begrüßen zu dürfen. Birgit Aschemann, Elisabeth Feigl und Christa Sussmann. Genau, alle drei haben auch einen Beitrag zum aktuellen Magazin Erwachsenenbildung.at verfasst und meine Kollegin postet dazu die Links in den Chat. Ich darf noch einmal bitten, die Mikrofone stumm zu schalten, damit wir keine Rückkopplung haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, wir haben vereinbart, dass wir jetzt eine kurze Vorstellrunde machen und ein kurzes Statement zum Thema, ein Eingangsstatement. Und dazu haben wir vereinbart, dass wir das alphabetisch machen. Das heißt, ich übergebe als erstes an Birgit Aschemann und bitte Sie gleich damit zu starten. Ja, vielen Dank dafür. Ja, mein Name ist Birgit Aschemann. Ich bin eben Psychologin und Bildungswissenschaftlerin und Erwachsenenbildnerin und sehr mit der digitalen Professionalisierung in der Erwachsenenbildung beschäftigt. Und freue mich, dass wir heute ein Thema haben, das uns ermöglicht, sozusagen, das mir auch immer ermöglicht, von zwei beruflichen Perspektiven hinzuschauen, die sozusagen mein Arbeitsleben bestimmt haben, nämlich so von der psychologischen und von der bildungswissenschaftlichen Perspektive. Das finde ich immer besonders spannend. Und ja, also wenn ich jetzt ein ganz kurzes Credo abgeben dürfte zu dem Thema Online-Raum, dann würde ich nur sagen, ich glaube, dass Online-Räume sehr stark von uns gestaltbar sind. Und ich glaube, dass wir gut tun daran, wenn wir nicht zu viel werten und nicht ständig vergleichen zwischen Präsenz und Online, sondern wenn wir jeden dieser Räume, Präsenz und Online, einmal für sich nehmen und uns ein Stück weit von der Wertung lösen, um die Besonderheiten dieser Räume und in dem Fall am heutigen Tag die Besonderheit des Online-Raums zu erkennen. Karin, jetzt muss ich mal rückfragen an dich als Moderatorin. Wir haben ja alle drei so ein 5-Minuten-Statement vorbereitet. Das möchtest du jetzt an der Stelle nicht hören, oder doch? Nein. Nein, genau. Da haben wir dann Dankeschön. Später noch einen Raum. Ja, super. Vielen Dank, liebe Birgit. Dann gehen wir gleich als nächstes weiter an die Frau Feigl. So, hallo von mir auch. Es freut mich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann. Und Frau Aschemann und Frau Kulmer haben ja schon angeschnitten, das Thema Online-Lernen und Lernen beschäftigt uns alle sehr stark. Ich arbeite beim Verband Österreichischer Volkshochschulen und wir haben auch in den letzten 2 Jahren sehr stark auf Online-Unterricht umgestellt. Und da sind doch sehr viele Fragen aufgetreten. Einerseits ist das Angebot überraschend gut angenommen worden. Andererseits war dann doch immer wieder so ein bisschen der Wunsch, bitte wieder Präsenzangebote. Und das hat mich unter anderem dazu veranlasst, wirklich nochmal stärker nachzuspüren und nachzuforschen, was hat es denn sozusagen mit der Körperlichkeit und auch der Haptik auf sich, was
machen die aus beim Lernen und wie kann man das vielleicht auch teilweise in den Online-Raum mit hinübernehmen oder welche Veränderungen sind hier notwendig? Und darauf freue ich mich schon auf die Diskussion heute. Ja, super. Vielen Dank auch an Sie. Und dann gebe ich weiter an die Frau Sussmann. Ja, hallo. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Supervisorin und im Rahmen meiner Tätigkeit als Geschäftsführerin einer relativ großen Beratungseinrichtung in Niederösterreich beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema der Begegnungsförderung und seit 2 Jahren mit dem Thema Begegnungsförderung im Online-Raum. Was mir ein besonderes Anliegen ist, ist, dass ich denke, dass wir im virtuellen Raum mit spezifischen psychologischen Paradoxien teilweise sogar Double Binds konfrontiert sind, bei denen es nicht darum geht, sie aufzulösen, weil sie teilweise nicht auflösbar sind, sondern wo ich davon ausgehe, dass ein bewusster Umgang damit und ein Verständnis dafür begegnungsfördernd wirken können. Ich freue mich auf die Diskussion heute auch mit meinen 2 Mitdiskutantinnen, die auch 2 sehr interessante Beiträge geschrieben haben und freue mich auf den Abend mit Ihnen allen. Vielen Dank, Frau Sussmann. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen 3 Diskutantinnen bedanken. Und bevor wir jetzt in die Inhaltsstatements sozusagen gehen, würden wir natürlich auch gerne wissen, wer ist denn sonst heute hier dabei? Also wer sind denn Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Und dazu haben wir ein paar kurze Umfragen vorbereitet, nämlich 2 Umfragen zu klicken und eines, wo wir dann den Chat brauchen werden. Und wir starten gleich mit der ersten Frage. Lieber Gunther, vielleicht könntest du die einblenden. Vielen Dank. Die, die schon öfter bei uns waren, kennen das. Wir fragen gerne nach Ihrem Zugang zum Thema. Aus welcher Perspektive sind Sie denn heute bei uns beim Digitalk dabei? Was ist denn Ihre Haupttätigkeit? Da werden jetzt vielleicht einige dabei sein, die mehrere Tätigkeiten ausüben, dann, wenn das so ist bei Ihnen, entscheiden Sie sich bitte für die überwiegende Tätigkeit, beziehungsweise Sie können natürlich auch gerne in den Chat schreiben. Und ja, geben Ihnen da ein bisschen Zeit, die Umfrage durchzuklicken. Wie gesagt, wenn es Sonstiges ist, können Sie natürlich auch gerne in den Chat schreiben. Und sobald Sie abgestimmt haben, werden wir die Umfrage dann auch freigeben, dass Sie natürlich auch sehen können, wie Ihre Kolleginnen abgestimmt haben. Wir stehen derzeit bei ca. 85%, die schon abgestimmt haben. Das heißt, wir geben noch ein paar Sekunden Zeit. Sehen Sie sich eher als Bildungsmanagerin, als Kursleiterin in einer Erwachsenenbildungseinrichtung? Sind Sie selbstständig tätig überwiegend? Studieren Sie? Sind Sie in Aus- oder Weiterbildung als Hochschullehrender an einer Schule oder Sonstiges tätig? Und ich denke, der Großteil hat abgestimmt. Dann würde ich bitten, die Umfrage zu beenden und die Resultate freizugeben, damit wir das alle auch sehen können. Ja, und das ist ein recht interessantes Bild. Also es sind sowohl viele Selbstständige heute da, als auch viele Kursleiterinnen, viele Bildungsmanagerinnen und einige, die sich der Hochschullehre überwiegend zuordnen und aber auch einige Studierende bzw. in Aus- oder Weiterbildung befindliche und auch jemand, der an einer Schule unterrichtet. Genau, und im Chat gab es auch noch eine ergänzende Perspektive, nämlich aus Perspektive einer Teilnehmerin in Online-Formaten. Ja, vielen Dank für diese erste Umfrage. Jetzt haben wir natürlich dann noch eine 2. Umfrage vorbereitet, die wir Sie auch gleich fragen möchten. Da geht es eher um Ihre Erfahrung mit Online-Räumen. Das ist ja auch heute unser Thema. Online-Räume, die Psychologie der Online-Räume. Wie oft nutzen Sie denn Online-Räume? Wir gehen davon so Live-Online-Räumen hauptsächlich aus, so wie wir uns jetzt in einem befinden, Videokonferenzen. Machen Sie das täglich, mehrmals pro Woche, mehrmals im Monat, mehrmals im Jahr oder ganz vereinzelt? Da
sind wir auch ganz gespannt und da wird auch schon fleißig abgestimmt. Und da warten wir jetzt ebenfalls, bis Sie da alle die Gelegenheit hatten, abzustimmen, bevor wir dann die Umfrage für alle freigeben. Ein paar Sekunden lasse ich Ihnen noch Zeit. Und ich denke, jetzt können wir die Umfrage beenden und wieder die Resultate freigeben. Und da sieht man schon, dass der Großteil wirklich mehrmals pro Woche oder sogar täglich beziehungsweise mehrmals im Monat Online-Räume nutzt und ganz vereinzelt beziehungsweise mehrmals im Jahr, das ist wirklich nur ein kleiner Teil der heute Anwesenden. Also die meisten, die heute hier sind, machen das wirklich regelmäßig. Vielen Dank auch dafür, für die Beteiligung an dieser Umfrage. Ja gut, und dann haben wir noch etwas ganz anderes für Sie vorbereitet, nämlich noch eine dritte Umfrage, wo es ein bisschen mehr um Ihre Assoziationen geht. Wir möchten das in Form eines Chat-Gewitters durchführen und dazu blende ich jetzt noch eine Folie ein. Jetzt online zu sein, was heißt das für Sie? Und wir bitten Sie, liebe Teilnehmende, diesen Satz im Chat zu vervollständigen. Jetzt online zu sein heißt für mich. Und wir geben auch da natürlich wieder ein bisschen Zeit und sind da gespannt, was da kommt. Ja, und da sind schon die ersten Statements, gehen da schon ein im Chat. Chancen nutzen, Flexibilität, mich fortbilden zu können, Weiterbildung, Erholung, den Tag mit der Weiterbildung zu beenden, erreichbar sein, Bereicherung, Teilhabe, spannende Erfahrung, Flexibilität, am Ende eines langen Online-Tages doch schon müde sein, am Ende eines Arbeitstages ist es mühevoll, alltäglicher Umgang, Erholung, Flexibilität, Weiterbildung. Nochmal Flexibilität, ja. Lernen, Arbeit, Freizeit, Leben 2.0. Für manche ist das auch ein Gewinn. Teilhabe ist unkompliziert möglich. Neugierde stillen, Information aus einem breiten Umfeld zu haben, kurzfristige Teilnahme möglich, sich entspannt fortzubilden, Routine, mein Wissen in diesem Format zu erweitern, von zu Hause aus teilzunehmen. Aufregend, ein Teil des normalen Alltags, bequem arbeiten, lernen, weiterbilden, tägliches Brot zu verdienen, Reisezeit ersparen, Fortbildung, vom Facettenreichtum zu profitieren, ortsunabhängige Weiterbildung, Inspiration und Austausch, Lernen, Normalität, also da kommt wirklich ganz, ganz, ganz viel. Vielen Dank an dieser Stelle für diese umfassenden Rückmeldungen da im Chat, das ist gar nicht so leicht, das alles in Echtzeit wiederzugeben. Genau, da kommt jetzt auch nochmal Arbeit, Familie, neues Aufnehmen, Wissen und Austausch, persönlichen Kontakt vermissen, effizient im Austausch, Konzentration im Kühlen sitzen und auch die Frage, was macht Österreich in der Erwachsenenbildung? Ja, vielen, vielen Dank an Sie alle für diese umfassende Beteiligung und ich sehe, unsere Diskutantinnen haben da auch aufmerksam mitgelesen und mitgehört. An dieser Stelle stoppe ich einmal wieder und das passt jetzt eigentlich schon ganz gut und führt uns eigentlich mitten in unser Thema, nämlich die Psychologie des Online-Raumes. Ich habe schon gesagt, wir beziehen uns hauptsächlich auf Live-Online im Sinne von Videokonferenzen. Und wir haben vereinbart, dass wir mit einer Ausgangsfrage starten, zu der jede der drei Diskutantinnen ein Statement von ungefähr 5 Minuten vorbereitet hat. Und dazu blende ich jetzt noch einmal unsere Ausgangsfrage ein, nämlich inwiefern sind Online-Räume anders? Und wir haben uns auf die Reihenfolge zuerst Christa Sussmann, zuerst Birgit Aschemann, dann Christa Sussmann und zum Schluss Elisabeth Feigl verständigt.
Und das heißt, ich übergebe jetzt gleich wieder das Wort an Birgit Aschemann. Ja, danke, liebe Karin. So ist es, wir haben uns auf die alphabetische Reihenfolge verständigt. Und ja, ich nutze meine 5 Minuten, sage nochmal herzlichen Dank. Und ja, also inwiefern sind Live-Online-Räume anders oder Online-Räume anders? Also sie sind immer ungewohnt, ja, sie sind ein Stück Kultur, sie sind nicht Natur sozusagen für uns. Und daher sind sie was, wo wir den Umgang erst lernen müssen. Ja, also es ist nichts, es ist uns nicht in die Wiege gelegt. Ja, ich sehe im Online-Raum keine Körper. Das heißt, es fallen vielleicht die vielen körperbezogenen Stereotype weg, die ja auf jeden Fall wirken. Ja, also es macht jetzt für mich vielleicht nicht so sehr wie in Präsenz einen Unterschied, ob jetzt jemand da sehr massiv oder breitbeinig oder attraktiv oder weniger attraktiv ist. Also das ist vielleicht so ein Aspekt dessen, der mir gleich einfällt, dieser körperlich nicht vollständigen Sichtbarkeit. Dann ist es natürlich auch so, dass der Körper selber ja auch nicht im Online-Raum ist. Also wenn ich im Online-Raum teilnehme, dann gibt es sowas wie eine geteilte Präsenz. Ja, ein Teil von mir ist im Online-Raum, mein Körper ist in einem Präsenzraum, ja, also geteilte Präsenz. Ja. Der Raum meines Körpers und der Raum meines Geistes und meiner Emotionen ist ein anderer und das muss ich irgendwie aktiv überbrücken. Ja. Jetzt, wenn ich versuche, mein Beziehungsbedürfnis zu erfüllen oder mein Kontaktbedürfnis oder Kooperationsbedürfnis, dann muss ich das irgendwie überbrücken und muss aktiv was tun. Also ich habe jetzt entweder besonders ausdrucksstarke Mimik oder ich schaue besonders genau auf die mimischen Anzeichen der Kollegen, Kolleginnen, Mitdiskutantinnen. Ich werde vielleicht schauen, dass ich das Bild der Person, mit der ich gerade spreche, zu meiner Kamera schiebe, damit sie das Gefühl hat, ich habe einen Augenkontakt. Ich habe aber keinen echten Augenkontakt. Ich kann dem nahe kommen, aber dafür muss ich was tun. Das ist anstrengend, ja. Und das ist was ich zusätzlich machen muss oder anders machen muss als in Präsenz. Das heißt, ich würde tatsächlich so weit gehen, zu sagen, Online-Räume sind mit einer gewissen Anstrengung verbunden und es gelingt dann vielleicht nicht immer, besonders wenn man das erst lernt oder wenn die Technik wirklich einmal am Streich spielt. Das heißt, ist ganz oft begleitet von Frustrationserfahrung oder besonders im 2020 war das ja so stark so, ja, wo wir es noch gar nicht gewohnt waren. Ja. Also es kommt, glaube ich, durch diese Anstrengung selber zu Müdigkeit und wenn es nicht so gelingt und man noch im Lernprozess ist, kommt es auch zu Zorn oder Enttäuschung. Und ich sehe das jetzt sozusagen als ganz normale, auch psychologische Begleitemotionen an. Und ich muss ehrlich sagen, also 2020 ist ja auch sehr viel geschrieben worden dazu, was im Online-Raum nicht geht und was sachlich teilweise nicht korrekt war. Also da ist zum Beispiel so Dinge wie, man kann die Teilnehmer nicht sehen oder man kann sich nicht beteiligen oder so. Und ich würde das wirklich auch vor dem Hintergrund sehen, dass das einfach eine Zeit war, wo man einfach diesen Umgang mit diesem fremden Kulturraum erst einfach lernen mussten und vielleicht auch ein Stück weit aus dieser Frustration geboren. Ja, es gibt ein paar Besonderheiten, nicht? Also man kann einander ständig anschauen. Ja? Für mich war das also eine sehr berührende Erkenntnis einmal am Ende des ersten Corona-Semesters von einer Studentin, die zu mir gesagt hat, sie hat das erste Mal eine Lehrveranstaltung erlebt, wo sie immer alle gesehen hat. Das hat sie noch nie erlebt. Das war eigentlich im Online-Raum das erste Mal so. Ich weiß nicht, für sie war das jetzt positiv. Wir kennen aber auch Berichte, wonach das negativ ist, wonach das anstrengend ist, ja, wenn man ständig von so vielen Menschen direkt betrachtet wird. Ja. Also, dass das einfach auch Stress auslösen kann. Auch dazu gibt es Untersuchungen. Es ist einfach anders. Ja. Das ist gar nicht, also es löst bei einem positiv, bei einem anderen was Negatives aus. Es ist einfach ein Unterschied. Großer weiterer Unterschied ist, ich sehe mich, wenn ich nichts dagegen unternehme, ständig selber. Ja. Es ist, als würde ich in einem Präsenzraum vorne stehen und ganz hinten hängt der Spiegel und ich sehe den ständig selber. Und wenn ich was dagegen tun will, muss ich mein Bild ausschalten. Also man kann ja das Bild auch für sich selber ausschalten, sodass es die anderen trotzdem sehen. Oder man kann es auf die zweite Seite legen oder so. Aber ich muss das tun. Also das verlangt mir Anstrengung und Aktivität ab. Und ich muss wissen, wie das geht. Also auch da wieder, ich brauche was zusätzlich, was ich tun muss. Und ich muss den Raum gut kennen. Also ich muss mich einfach in einem Raum auskennen und wissen, wie das geht. Sonst habe ich da ständig Zusatzarbeit. Da habe ich ständig was Zusätzliches zu leisten, solange ich darauf beharre, dass es genauso sein muss wie im Präsenzraum.
Ich habe aber zusätzliche Möglichkeiten für Nähe und Distanz. Ja. Ich kann zum Beispiel, wenn ich merke, tendiere dazu, schnell zu antworten oder ich möchte mich selber ein bisschen bremsen, dann schalte ich mal meinen Ton stumm zum Beispiel. Oder wenn ich irgendwas sehe, wo ich merke, oh, das da regt mir jetzt irgendwas auf in einer Mimik oder dergleichen, was es ja auch geben soll in Konfliktsituationen, kann ich mal das Bild des anderen wegschalten, um ihm besser zuhören zu können. Ich habe sowas selber schon erlebt in Konfliktsituationen, also tatsächlich auch als extrem hilfreich, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass man jemanden ausschaltet, ja, was dann wieder nicht so hilfreich ist, sondern einfach eine was sicherlich eine Form als eines machtvollen Umgangs ist, die sehr zu diskutieren wäre. Was ich auch noch habe im Online-Raum, ich habe viel mehr Nachbarn, ja, also und ich kann ja eigentlich, wenn so wie üblich in der Erwachsenenbildung die Chatfunktionen freigeschaltet sind, kann ich eigentlich viel mehr, also ich kann einfach viele informelle Gespräche führen. Also ich kann jetzt eigentlich jederzeit also Sie können mit jedem Ihrer Nachbarn jederzeit einen privaten Chat aufmachen und ein kleines informelles Gespräch führen. Das würde in einem Präsenzraum die Referentinnen sehr stören. Im Online-Raum würden es die Referentinnen nicht merken. Also das ist einfach ein Unterschied. Ja. Also es ist sicherlich anders. Ja. Und ich muss meine 5 Minuten im Blick behalten und sage daher noch eine Sache, nur mehr eine Sache, obwohl mir noch viel einfallen wird. Live-Online-Räume begünstigen gemeinsame Artefakte. Also da entsteht ganz oft nebenbei automatisch eine Linksammlung, zu der mehrere Menschen beigetragen haben. Oder man kann sehr leicht einfach gemeinsam einen Text erzeugen, ein Produkt erzeugen, eine Wortwolke erzeugen, irgendein Mindmap erzeugen, indem man einen Link teilt. Genau, also das ist, kann man niederschwellig gut einfach gemeinsam was produzieren. Das wird begünstigt, das entsteht fast von selber. Ja. Ich mache jetzt mal einen Punkt, weil ich einfach schon neugierig bin, was Frau Sussmann und Frau Feigl zu ergänzen haben und weil ich meine Zeit nicht überdehnen möchte. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Frau Sussmann, Sie schließen gleich an. Ja, ich schließe an. Danke dafür. Was ist anders im virtuellen Raum? Ich habe mich in den vergangenen Jahren damit beschäftigt, zu versuchen, das, was psychologisch passiert, anhand von Achsen zu formulieren und in Paradoxieachsen zu beschreiben und möchte mit Rücksicht auf die kurze Zeit hier 6 davon herausgreifen und mal im Sinne einer Beschlagwortung benennen. Ich schalte zu meinem Bildschirm frei. Sie wissen wahrscheinlich, dass Sie die Größe des Bildschirmes selber steuern. Das heißt, wenn Ihnen das zu klein ist, was Sie hier sehen, dann schieben Sie die Bilder auf die rechte Seite. 6 der Double Binds oder Paradoxa, die ich für heute gerne herausgreifen möchte, ist, was ich ein Gegenwärtigkeitsparadoxon nenne, ein Informationsparadox, ein Wahrnehmungsparadox, ein Sicherheitsparadox, ein Authentizitäts- und vor allem ein Beteiligungs- und Machtparadox. Was ich damit meine, ist Folgendes. Im Online-Raum muss es uns gelingen, eine sogenannte Telepräsenz zu erzeugen, die sich mit unserem Erleben von Disembodiment oder die wir mit einem Erleben von Disembodiment in gewisser Weise bezahlen. Es bedeutet, dass wenn ich ganz gegenwärtig sein möchte und in Begegnung treten möchte im virtuellen Raum, brauche ich die Fähigkeit, so zu tun und es auch zu glauben, als wäre ich dort, wo mein Leib gerade nicht ist. Wir haben zu tun mit einem Informationsparadox. Wir haben gleichzeitig zu tun mit einer Informationsdeprivation, das heißt mit einer Reduktion.
in Bezug auf alles, was eher auf der Ebene der intuitiven Wahrnehmung Informationen sind, die wir aufnehmen. Wir sind in der Situation der Talking Heads und managen aber gleichzeitig auf kognitiver Ebene immer wieder Situationen von Informationsüberflutung. Das, was gleichzeitig möglich ist im virtuellen Raum, kann ich nicht mehr beanspruchen, gleichzeitig fassen zu können. Und ein wunderbares Beispiel dafür ist das sogenannte Chatgewitter. Das heißt, wenn alle Teilnehmenden aufgefordert sind, in einer großen Gruppe kurz etwas zu posten. Und was ich da bekomme, ist nicht mehr, ich habe nicht mehr die Möglichkeit, dass ich alles aufnehme, was geschrieben wird, sondern ich bekomme ein Abbild, ein Blitzlicht gewissermaßen. Das heißt, die Ansprüche an sich selber verändern sich da möglicherweise auch, wie man stressfreier in diesem Raum mit den Gleichzeitigkeiten der Informationen umgehen kann. Hier zum Beispiel auch zu erwähnen, wenn ich jetzt am Computer bin, während einer Videokonferenz, was habe ich da eingeschalten an Notifikationen? Kommt mir da ein E-Mail dazwischen, das sich aufklappt zum Beispiel und von mir Aufmerksamkeit fordert? Das ist beides gleichzeitig da. Das heißt, es ist in gewisser Weise eine Informationsverschiebung und eine Gleichzeitigkeit von zu wenig und zu viel. Das Dritte wird meines Erachtens noch zu wenig, dessen sind wir uns meiner Wahrnehmung noch zu wenig gewahr, dass wir mit einem radikalen Wahrnehmungsparadox zu tun bekommen. Unsere räumliche Wahrnehmung ist fragmentiert. Ich sage gleich nachher ein bisschen mehr dazu, was damit gemeint ist. Also wir haben eine fragmentierte räumliche Wahrnehmung. Die Frau Aschemann hat schon darauf hingewiesen, dass unsere Körper woanders sind als unsere Köpfe, zumindest in unserer inneren Repräsentation. Gleichzeitig müssen wir aber so tun, als hätten wir dieselbe Wahrnehmung, wenn wir nicht verrückt werden wollen. Und unser Gehirn, ob wir wollen oder nicht, schließt die Wahrnehmungslücken, die wir haben, mit Erfindungen, mit Interpretationen. Weil unser Gehirn das tut, haben wir die Möglichkeit, mit abstrakten Bildern etwas anzufangen, mit diesem Ihnen wahrscheinlich bekannten Kippbild. Zum fragmentierten Raum erleben möchte ich zur Illustration nur ganz kurz sagen. Wir haben mit mindestens 4 Ebenen von Raum zu tun. Mit dem eigenen physischen Raum, in dem wir uns befinden. Mit der Imagination dessen, wo die echten physischen Räume der anderen sind und wie es dort ausschaut. Wir haben zu tun mit dem zweidimensionellen Raum der Bildschirmansicht, die individuell ganz unterschiedlich eingestellt wird. Ich weiß nicht, was Sie sehen, ob Sie am Smartphone sind und nur eine Sprecherinnenansicht haben oder die Ansicht weggeblendet haben oder auf Galerieansicht sind und so weiter, entzieht sich vollkommen meiner Möglichkeit, das zu wissen. Ich muss aber so tun, als gäbe es eine Gemeinsamkeit, weil ich sonst nicht in eine sinnvolle Begegnung eintreten kann. Und schließlich gestalten wir ununterbrochen auch so etwas wie den Beziehungsraum, der sich sowohl intrapsychisch als auch interpersonell abspielt. Das nur in aller kondensierten Kürze. Das vierte dieser 6 von mir heute ins Spiel gebrachte Paradoxa ist ein Sicherheitsparadox, das mir im Beratungskontext noch viel radikaler auffällt, als das möglicherweise in eher kognitiv ausgerichteten Unterrichtsveranstaltungen der Fall sein mag. Wir müssen zurechtkommen gleichzeitig mit dem Phantom im Schrank. Wer ist überhaupt da? Wer ist in Ihrem Raum noch anwesend? Ich sehe gerade die Kachel von der Frau Kulmer.
Ich sehe nur die Frau Kulmer, tue innerlich so, als wäre die Frau Kulmer allein im Raum. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das hat einen Einfluss auf mein psychologisches Sicherheitsempfinden und auch auf Aspekte von Vertraulichkeit. Deshalb das zweite Bild, wo deutlich wird, dass in einem Raum mitunter mehr als die interagierende Person anwesend ist. Hoppala, Entschuldigung, ich muss noch kurz zurück. Und das heißt, wir haben diesen schlecht zu lösenden Konflikt zwischen Kamera an, damit Sicherheit in der Bindung entstehen kann, damit ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Auf der anderen Seite, und auch das hat die Frau Aschemann schon angesprochen, auf der anderen Seite führt das ständige Kamera an in einer Art und Weise, die unnatürlich ist, weil ich bin in einer Situation der vollkommen unnatürlichen Frontalität. Sie können mich jetzt auch groß auf Ihrem Bildschirm zoomen und jede meiner Makel studieren auf dem Bildschirm. Ich weiß das alles nicht. Ich kann keine mir angenehme Distanz einziehen. Das heißt, wir kommen in einen Können, in einen Zustand der Überforderung durch Exponiertheit kommen und zu unserem eigenen Sicherheitsempfinden so etwas benötigen, wie die Kamera auch mal auszuschalten. Wir entscheiden aber nicht darüber, was unsere Begegnungsgegenüber als verunsichernd oder sicherheitgebend empfinden. Ich komme auch schon zum fünften. Wir haben es mit einem radikalen Authentizitätsparadox zu tun. Im Online-Raum sind wir genötigt, Authentizität zu performen. Das heißt, auch das hat die Frau Aschemann schon angeschnitten, damit ich Ihnen den Eindruck vermittle, dass ich Sie anschaue. Im Moment schaue ich die Karin Kulmer an, die sieht das aber nicht, weil sie in meiner rechten Ecke des Bildschirms ist. Wenn ich das will, muss ich in die Kamera schauen und bin aus dem Kontakt psychologisch und für die Entstehung, vor allem wenn man im Persönlichkeitsentwicklungsbereich auch tätig ist, hat das durchaus Auswirkungen, die wir nicht einfach so aufheben können. Wenn ich, das heißt, einerseits kommt es zu einer erhöhten Performance von Authentizität. Menschen berichten zum Beispiel, seit diesen Zoom-Geschichten sehe ich, wie ich wirke. Und ich habe immer gedacht, ich wirke freundlich. Also ich zitiere jetzt eine bestimmte Person, mit der ich ein Gespräch hatte. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, dass ich einfach öfter lächle. Das hat aber wenig mit dem zu tun, was genuin aus dem Kontakt kommt, sondern ist ein Monitoring dessen, dass wir verstärkt uns mit dem auch beschäftigen, was glaube ich, wie ich auf die anderen wirke. Und da haben wir es mit einem Overkill an paradoxer Schleife zu tun. Denn das Bild, das ich von mir sehe online, ist nicht das Bild, das Sie von mir sehen. Denn das Bild, das ich sehe, ist gespiegelt. Wäre es nicht gespiegelt, würde ich ein radikales Problem mit meiner sogenannten Propriozeption bekommen. Der wird auch oft als sechster Sinn bezeichnet. Das heißt, die Fähigkeit, dass ich meinen Körper im Raum, im Verhältnis wahrnehme. Aber ich könnte nicht mehr, wenn es nicht gespiegelt wäre, Ihnen irgendwas hinhalten und zeigen, weil meine Bewegungen spiegelverkehrt ausgeführt würden. Aber das heißt, das, was ich glaube, was Sie sehen von mir in meiner Performance und meinem Ringen um vermutete authentische Wirkung, erfährt da auch eine leichte Verschiebung. Wenn ich aber auf der anderen Seite die Kamera wegschalte, um dem zu entgehen, dass ich in eine Selbstzensur falle, haben wir es im Online-Raum mit dem Phänomen zu tun, dass es die Gefahr der Selbstvergessenheit gibt, nach dem Motto, wenn ich mich nicht sehe, sehen mich die anderen auch nicht, weil ich mein Bild weggeschoben habe. Das schlagen ja manche vor, die sagen, schieb doch einfach die Selbst an sich weg, dann sehen dich die anderen, aber du siehst dich nicht mehr. Und auch das ist etwas, das in uns eine Abwägung bedarf, wo wir nicht beides in einem auflösen können. Und schließlich das sechste, ein Beteiligungsparadox, das einen meines Erachtens doch nicht unrelevanten Machtshift bedingt.
Einerseits erleben wir einen Demokratisierungsschub durch diese neuen Medien. Und eines der wichtigsten Elemente in diesem Demokratisierungsschub hat mit der Unabhängigkeit von physischen Räumen zu tun. Keine Firma, keine Einrichtung muss einer Gruppe von Arbeitnehmenden mehr erlauben, den Versammlungssaal zu nutzen, wenn die etwas miteinander besprechen wollen oder Schüler und Schülerinnen oder, oder. Gleichzeitig haben wir es in diesem Raum mit dem Phänomen zu tun, dass es nun um Macht ohne Autorität geht. Das heißt, eine Moderatorin, und ich meine jetzt die technische Moderatorin oder Moderator, also die Person, die die technische Funktion hat, braucht weder Durchsetzungsvermögen, inhaltliche Autorität oder sonst etwas und kann mich ohne Aufhebens ausschalten, wegschieben, ausschalten, muss sich mit dem nicht auseinandersetzen. Und ich habe keine Möglichkeit mehr, das zu überwinden. Würde die Frau Kulmer oder wer auch immer jetzt oder der Herr Schüssler, würden Sie jetzt sagen, Christa Sussmann entfernen und Zutritt nicht mehr erlauben, kann ich den Körper nicht mehr ins Spiel bringen. Damit komme ich jetzt zu dem Schluss meines Statements. Moment, ich beende die Freigabe. Das bedeutet für mich und für mich, also für mich bedeuten, und es gibt noch andere Paradoxe, die mir persönlich als insofern sehr relevant erscheinen, weil sie unsere Selbstwahrnehmung verändern und weil sie auch Beziehungen und Beziehungsmöglichkeiten stark beeinflussen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, diese Dinge einfach so aufzulösen. Ich glaube aber, dass wir, um dem begegnen zu können, vor allem eine Verlangsamung brauchen im digitalen Raum und eine Erhöhung der Bereitschaft, Unbequemes in Kauf zu nehmen, um uns nicht der Versuchung so leicht hinzugeben, uns Unbequemen mit einem Mausklick zu entziehen. Letzter Satz und dann gebe ich an die Frau Feigl weiter. Im gleichen Tempo, in dem große Unternehmen daran arbeiten, Verbindungstools wie Zoom und wie sie alle heißen, zu bauen, zu verbessern, zur Verfügung zu stellen, arbeiten andere daran, bestimmte Phänomene, die mit dem einhergehen, da Tools zu deren Unterlaufung zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte nur eins erwähnen, also nach Foucault als Klammerausdruck für die, die sich damit auskennen. Zum Beispiel gibt es Apps, die versprechen, also die simulieren eine Verbindungsstörung, damit man sich aus einem ungeliebten Meeting ohne Verantwortung übernehmen zu müssen entziehen kann. Wenn ich diese App benutze, dann gibt es eine Störung und dann schreibe ich hinein, sorry, meine Verbindung ist weg und ich muss nicht mehr wie vielleicht sonst sozial aushandeln, was ich in diesem Meeting möchte und so weiter und so fort. So, vielen Dank dafür und danke, Frau Müllecker. Und ich gebe an die Frau Feigl das Wort weiter. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Aschemann und Frau Sussmann. Sie haben da schon sehr, sehr viele Punkte angesprochen und auch schon wirklich viele Handlungsempfehlungen eigentlich gegeben. Ich bin mit meinem Beitrag vielleicht nicht ganz so weit. Das heißt, ich würde gerne nochmal so einen kleinen Schritt zurück machen. Ich habe ja vorhin angesprochen, dass mich diese Haptik und die Körperlichkeit sehr beschäftigt hat. Wo ich auch jetzt vorweg anmerken möchte, dass das keineswegs bedeutet, dass ich jetzt Online-Unterricht per se in irgendeiner Form schlecht finde. Ich habe nur gemerkt, dass es einfach wenig Literatur zu dem Thema gibt, wie gehen wir im Online-Setting mit unserem Körper um. Einiges haben wir heute schon gehört, aber ich glaube, das ist jetzt langsam auch erst im Entstehen. Und deshalb würde ich gerne einen Schritt da nochmal Richtung Körperlichkeit und Haptik machen, sprich
ein bisschen erläutern, warum ist mir das so wichtig und was bedeutet das sozusagen für das gesamte Lernen und auch das Online-Lernen, dass es einerseits die Haptik gibt und auch unseren Körper, der ja unser Lernen auch wahnsinnig prägt und wie wir schon vorher gehört haben, eben nicht wegzudenken ist eigentlich, auch wenn wir es manchmal ganz vergessen und im Online-Setting sozusagen nur der Kopf präsent ist. Ich teile jetzt gleich mal meinen Bildschirm und werde dazu auch noch ein paar Punkte ausführen. So. Ja, also das, die große Frage, die sich mir gestellt hat, ist eben dieses, wie schon die Sprache sagt, begreifen, erfassen. Wo bleibt das sozusagen im Online-Lernen? Können wir das in der einen oder anderen Form mitnehmen? Oder ist es etwas, was vielleicht auch schrittweise verloren geht? Wie kann es gelingen, da auch nochmal Elemente, die wir vielleicht so bei Kindern kennen, da ist uns das sicher ein Anliegen, dass die Kinder Dinge angreifen und auch erfassen. Aber wie ist das auch für Erwachsene wichtig? Und ich möchte da nochmal einen Schritt zurückgehen und dieses, die Haptik hier ein bisschen beleuchten. Martin Grunwald, ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen der Name was sagt, war so ein bahnbrechender Wissenschaftler, der sich mit dem Tastsinn beschäftigt. Und er meint eben, nur der Tastsinn kann uns unmittelbar versichern, dass die Welt außerhalb von uns wirklich vorhanden ist. Also wenn wir diesen Tastsinn verlieren, wird es schwierig, uns selbst zu orten und auch die Dinge, die um uns herum passieren. Und ich denke mal, das ist ja auch ein bisschen diese Herausforderung im Online-Setting, was wir schon gehört haben, dass wir unsere Realität quasi ein bisschen splitten. Das heißt, Haptik, wenn sie jetzt alle sozusagen im Sessel sitzen wahrscheinlich oder auch stehen, dann sind sie zumindest mit Körperteilen verbunden, auch mit der Umgebung. Und das heißt, diese Haptik hat für uns eine ganz, ganz wichtige Realitäts- und Authentizitätsfunktion. Dadurch können wir uns spüren, wir können uns selbst erfahren und auch unser Gegenüber erfahren. Da möchte ich nur auf Hartmut Rosa verweisen, der Ihnen wahrscheinlich der meisten ein Begriff ist. Das heißt, über die Haptik können wir aktiv greifen, aber auch berührt werden. Und wenn man sich überlegt, was das alles bedeutet, das heißt einerseits etwas sich vorantasten, eine sinnenhafte Berührung entdecken, sich etwas vital aneignen und emotional eingliedern, aber auch sich orientieren und positionieren. Das ist eigentlich etwas, was wir sehr gern vergessen und was ja auch im Erwachsenenzustand immer wieder notwendig ist, dass wir wissen, wo sind wir und wie stellen wir uns in diesem virtuellen oder im realen Raum sozusagen da und wo sind wir. Und was die Haptik auch noch ganz wichtig leistet, ist eben diese Beziehung schaffen über das Verbundensein. Also eben Eigen- und Fremdwahrnehmung zu schaffen. Das ist ein ganzheitlicher Bezug, der damit entsteht, der jetzt eben, wenn wir auch wieder auf das Lernen zurückgreifen, nicht nur das Kognitive beinhaltet, sondern auch sehr, sehr stark soziale, emotionale Komponenten mit sich bringt und eben unsere Gefühle und Empfindungen, angefangen von Lust, Freude, aber auch Gier oder Verzweiflung prägt. Und ja, das sollte man wahrscheinlich auch im Online-Setting mitdenken. Ein kleiner Blick in die Neurowissenschaften. Warum habe ich mich so auf die Haptik fokussiert? Und wenn wir unser Gehirn ansehen, dann gibt es eben den sensorischen und den motorischen Kortex. Und die Hand nimmt einen riesen Teil dabei in Anspruch. Also im Verhältnis zu anderen Körperteilen sind hier wesentlich viel mehr sensorische Sensoren und auch motorische Elemente hier vorhanden, die unser Verhalten entscheidend prägen. Also es gibt dann auch diese Figur von dem Homunculus, wo man einfach sehr schön sieht, wie groß die Hand im Verhältnis zu anderen Körperteilen abgebildet ist in unserem Gehirn. Das zeigt auch,
diese extreme Verbindung zwischen Gehirn und Hand und kann auch ein bisschen zeigen, warum manche Wissenschaftler auch sagen, ja, die Hände sind unser externes Gehirn. Was hat es jetzt sozusagen das alles mit dem Online-Lernen und Lernen zu tun? Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf das, was vorhin auch schon gefallen ist. Einerseits dieses Disembodiment, was sehr schnell im Online-Setting passieren kann, durch die Telepräsenz, wo eben das Körperliche sehr schnell mal verloren wird, wo ich denke, da kann man sehr gut schauen, was gibt es für Möglichkeiten, angefangen von kleinen Aktivitäten oder Übungen zwischendurch oder sonstiges, wie man das wieder reinholen kann. Und das andere, was auch sehr stark im Online-Setting immer wieder läuft, ist einfach ein sehr starker Fokus auf kognitiven Inhalten. Und da würde ich schon postulieren, dass es wichtig wäre, auch soziales, emotionales Lernen wieder stärker in den Fokus zu rücken und auch an die körperlich-physische Gesundheit und psychische Gesundheit zu denken, dass, um eben auch diese Aspekte des Lernens nicht zu vergessen. Ich habe da noch so ein bisschen überlegt, ja, was könnten Empfehlungen sein für das Online-Lernen. Und da ist mir, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es einfach immer wieder abzuwägen gilt, was ist der Mehrwert von einem Online-Setting und wo ist es vielleicht auch besser, etwas in den Präsenzraum zu holen. Also es geht hier wie bei anderen Methoden etc. auch wirklich zu schauen, was ist der Mehrwert und was bringt für diese Zielgruppe sozusagen mehr als jetzt vielleicht einfach jetzt schnell zu sagen, okay, wir machen eine Veranstaltung im Online-Setting. Ich muss mich entschuldigen, ich habe leider eine sehr laute Lärmkulisse im Hintergrund. Ich hoffe, das ist jetzt soweit verständlich gewesen. Ich glaube, wir kommen dann ohnehin noch ein bisschen ausführlicher zu dem Thema, wie können wir also diese Haptik oder Körperlichkeit noch mal stärker in den Online-Raum nehmen. Und würde das Wort gerne wieder zurück an Sie geben, Frau Kolmer. Ja, vielen Dank an Sie alle drei für das Aufspannen sozusagen dieses Raumes oder auch der Diskussion. Online-Räume sind anders, das haben wir jetzt eindrucksvoll auch erfahren aus drei verschiedenen Inputs. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie beeinflusst uns das? Und ich glaube, Birgit Aschemann möchte dazu gerne anschließen, wenn ich das Signal richtig verstanden habe. Ich würde eigentlich ganz gern vorher noch, also ich würde einfach schön finden, wenn wir ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen und merkt, dass ich an ein paar Stellen so das Bedürfnis habe, zurückzufragen, was meine Vorrednerinnen betrifft und ein bisschen Bezug zu nehmen. Das heißt, ich würde das jetzt gern vorher tun und die Möglichkeit nutzen, sozusagen nicht einfach ein Statement sozusagen zu den Möglichkeiten jetzt zu liefern, sondern einfach nochmal ein bisschen Verständnis auch aufzubauen. Speziell Frau Sussmann, ich habe so ein bisschen mitnotiert und habe mich einerseits natürlich gefreut über diese klare Benennung der Unterschiede, die einfach so in wissenschaftsgesättigt und in psychologische Begriffe gekleidet noch besser fassbar sind. Andererseits habe ich tatsächlich ein bisschen mitnotiert und gesehen, es gab viel, es zwingt mich, ich bin gezwungen, ich kann nicht, ich muss im Online-Raum. Also so viele Formulierungen, die einfach spürbar machen, wie sehr das jetzt einfach ein Stück vielleicht der Beschränkung oder einfach ein harter Raster ist, dieser Online-Raum, der vielleicht gerade in Ihrer Arbeit, die ja noch einmal andere ist als unsere Arbeit in der Erwachsenenbildung, also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal zu benennen, die Beratungsarbeit ist noch einmal ein anderes Setting als die Bildungsarbeit, von der wir in der Regel sprechen, das da vielleicht ein Stück auch noch schmerzhafter ist. Und da, ich möchte einfach auf diese Emotion auch eingehen, die da für mich mitschwingt, in diesem Nicht-Können, gezwungen sein müssen. Das klingt ja schon so, als wäre es oder Übergang
der Beratungsarbeit in den Online-Raum eine Zumutung, weil es einfach eine starke Reduktion der zwischenmenschlichen Möglichkeiten ist. Ist also vom Emotionalen her, vom Erleben für Sie in der Arbeit, würden Sie das so bestätigen? Hab jetzt, also wir bräuchten bitte noch den Ton, wir hören gerade noch nichts. Nein, würde ich so gar nicht bestätigen, finde ich mich auch nicht wieder. Die Formulierungen, womit wir uns auseinandersetzen müssen, hat für mich etwas damit zu tun, zu beschreiben, dass wir uns bestimmten Auseinandersetzungen nicht entziehen können, nur weil sie uns nicht gefallen. Und das, was mir ein Anliegen ist in der Beschreibung, ist, zunächst einmal hinzuschauen auf die Filme und zu sehen, dass wir dort, wo es um Begegnung geht, mit einer neuen Ebene von Vermittlern zu tun haben, die technische Geräte. Mhm. Das heißt, jede Ebene, ich berufe mich da auf den Aaron Balik, der sehr viel geforscht hat zum Thema, was macht eigentlich das digitale Begegnen aus auf den unterschiedlichen Kanälen. Und der auch sehr, sehr spannend herausgearbeitet hat, wie sich noch eine andere Ebene dazwischen steht, ein Stück weit überspringen müssen und die zur Folge hat, dass sich Komplexität reduziert. Denn jeder Kanal, den wir dazwischen schieben, reduziert bestimmte Komplexitäten. So wie mein Körper im Moment visuell reduziert ist auf meinen Oberkörper. Und macht neue Komplexitäten auf, wie wir gesehen haben. Also die Technik macht wieder andere neue Komplexitäten auf. Ja, wovor ich, also wo ich mich nicht anschließe, ist besonders herauszuarbeiten, dass es so einen krassen Unterschied machen würde zwischen dem, was jetzt meine überwiegende Arbeit ist und der Unterrichtsarbeit. Der Unterschied liegt für mich dort, und das hat die Frau Feigl angesprochen. Worum geht es? Wofür ist es ein gutes Tool? Welche Ebenen werden mehr und leichter bedient angesprochen? Und das sind die kognitiven Ebenen. Dort, wo es um Lernen geht, geht es um Veränderungen und Begegnungen, und die haben bestimmte Bedingungen. Ja? Aber ich bin, also im Gegenteil, also ich bin nicht in einem Zwangsraum, ich bin im physischen Raum auch in einer bestimmten Zwangsraum. Mm, mm, ja. In der, dass ich meinen Körper da nicht rausziehen kann. Und das ist auch ein Teil, und ich habe Sie eh gesehen, Frau Feigl, das ist ein Teil dieses Sicherheitsparadoxes. Also wir erleben, dass manche Menschen sich sicherer fühlen, weil sie sich in ihrer eigenen Umgebung befinden, sofern diese sicher ist und nicht eine, die durch Bedrohungen gekennzeichnet ist. Gleichzeitig stellen wir fest, und da bin ich jetzt mehr in der Psychologie und in der Beratung und in der Therapie, aber es hat trotzdem eine Wirkung auf alles, glaube ich, dass dort, wo ich kein Risiko eingehe, weil ich mich einfach, ich brauche mich nur wegwenden und ich bin raus aus dem Raum, dort, wo ich kein Risiko eingehen muss, ist die Wirkung einer Begegnungserfahrung auch schwächer, weil es eben dieses Risiko nicht gibt. Und das ist etwas, womit sich gerade die Psychotherapiewissenschaften auch stark beschäftigen, wie stark, wie nachhaltig, wie eindrucksvoll sind bestimmte Arten von Begegnungen, wo es auch darum geht, sich mit einem persönlichen Risiko einzubringen. Mhm. Bei unserem Klientel erleben wir beides. Wir erleben Leute, die sagen, ich traue mich eher, weil es online ist, weil da kann ich mich verstecken. Und es gibt andere, die sagen, ich weiß nicht mehr, wer da ist, wer versteckt sich hinter Kacheln. Also mir sind das einfach, da waren für mich jetzt ein paar Generalisierungen dabei, wo ich nicht mitgehen kann, aber Elisabeth Feigl zeigt schon lang auf, deswegen bitte. Nein, ich wollte dem nur zustimmen, Frau Sussmann, also ich habe es auch überhaupt nicht so erlebt, im Gegenteil, ich habe es sehr klärend erlebt, also auch indem Sie das so punktiert benennen, denke ich mal, zeigen Sie nochmal sehr klar, wo sind sozusagen Themenbereiche, die man sich näher anschauen sollte, und das sind ja durchwegs einfach sehr, sehr spannende Bereiche. Und was ich vielleicht auch noch einbringen wollte dazu,
jetzt ist es nochmal offensichtlicher geworden durch den Online-Raum. Ich denke, viele von diesen Themen, die Sie ansprechen, sind ja auch im normalen Präsenzraum nicht viel anders. Nur wir nehmen es vielleicht nicht so wahr. Also weil halt auch zum Beispiel das Disembodiment gefallen ist, das kann an und für sich in einem normalen Präsenzraum auch passieren. Ne? Nur in diesem speziellen Setting kann ich das noch einmal oder ist uns noch einmal viel, viel stärker bewusst geworden, was das quasi bedeutet, auch jetzt eben in zwei Welten sozusagen gleichzeitig zu sein. Was nämlich, darf ich da nur was anfügen? Ist das okay, Frau Aschemann? Ja, natürlich. Wir haben den Körper nicht mehr als Möglichkeit, uns Nachdruck zu verleihen. Ja. Und das ist egal, wie wir das finden. Wir haben den Körper im Online-Raum nicht als Möglichkeit, um uns selber präsent zu machen, da zu sein. Und mir fällt das auf in Zusammenhängen, wie zum Beispiel, wie gelingt es zu Beginn einer Veranstaltung zum Beispiel Aufmerksamkeit zu erzeugen, wenn bereits das ist das eine. Und das zweite, was ich noch unbedingt anbringen wollte, ist, und das finde ich, ist tatsächlich qualitativ ein totaler Schub, die Parallelität von verbaler Kommunikation, die Gleichzeitigkeit von verbaler Kommunikation geht nicht. Und das bedeutet, dass alles in eine Konsekution, in ein Hintereinander geschaltet wird. Das ist egal, ob das im Chat ist oder ob das im Reden ist. Und dieses Fehlen von Überlappung macht einen Vitalitätsverlust, macht auch mehr Klarheit. Also ich habe zum Beispiel Menschen erlebt, die haben mir gesagt, Dinge wie zum Beispiel, ich höre so schlecht, in Gruppen komme ich nicht mehr zurecht. Es ist wunderbar in diesen Videokonferenzen, auf einmal bin ich voll dabei. Oder Leute, die sagen, ich tue mir mit dem Sehen schwer. Jetzt kann ich mir das gestalten, wie ich will. Ich kann jemanden herzoomen. Ne? Ich möchte das nur kurz bestätigen. Wir haben eine Umfrage gemacht mit älteren Lernenden. Und das war auch total spannend, dass die meisten dann angekreuzt haben, ja, für sie ist das einfach toll, dass sie jetzt wirklich besser zuhören können und auch die Inhalte groß sehen, was oft im Präsenzunterricht nicht gegeben ist. Ja. Ja. Ja, deswegen glaube ich nämlich auch, also hilft es uns auch wirklich so genau hinzuschauen und von beiden Seiten hinzuschauen. Also ich bin froh, dass es auch diese Beispiele gibt. Ja, ich muss sagen, für mich stellt sich, ich greife jetzt da den Chatbeitrag von Frau Mühlecker auf, für uns stellt sich ja die Frage auch nicht mehr, ob online ja oder nein. Das stellt sich schon für einzelne Veranstaltungen, aber es stellt sich nicht mehr im Großen, weil wir jetzt gerade nach den Lockdown-Erfahrungen so viele von uns gelernt haben, einfach online dabei sein zu können. Und wenn man sich unser heutiges Chat-Gewitter anschaut, es mag sozusagen als Gewitter Informationsüberflutung gewesen sein, aber die zwei Drittel der Beiträge waren wohl so mit, ja gut, dass ich da sein kann, es ist Weiterbildung, es ist irgendwie dabei sein, waren eher so auf die Chancen abgestellt und vielleicht ein Drittel so oder Viertel so auf müde und anstrengend oder so. Ja. Also es gibt einfach diesen Aspekt und wir sind natürlich da bei DigiProf sehr schnell auch immer am Lösen und am Überbrücken. Ich bin sehr froh, dass wir heute uns einmal da die Zeit nehmen, da wirklich auch genau hinzuschauen, was sind denn da die Unterschiede, weil ich muss ehrlich sagen, in meiner Alltagspraxis, ich spüre vieles nicht mehr von diesen Unterschieden. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich muss mir ja vorstellen, ich bin in einem anderen Ort, wo also ich tatsächlich bin, ja, das stimmt alles, aber wenn ich mir abends ein Video anschaue, dann stelle ich mir auch vor, ich bin an einem anderen Ort, als ich wirklich bin. Also ich habe das ja in meinem Alltagsverhalten, seit wir Fernsehen haben, irgendwie haben wir das ja irgendwie, also dieses Paradox, irgendwie gelöst. Das heißt nicht, dass es nicht da ist. Das heißt nicht, dass man es nicht benennen soll. Das heißt nicht, dass wir es nicht wahrnehmen sollten, dieses Paradox. Aber es ist schon da. Und diese Paradoxe sind einfach vorhanden. Darf ich nur kurz den Satz fertig sagen? Auch wenn wir sie in vielen Fällen schon gelöst haben und nur ganz kurz noch, ich möchte in meiner Lehrerfahrung und Erfahrung mit, also nicht nur Studierenden, sondern auch Trainer mit Erwachsenenbildnern und Erwachsenenbildnerinnen in Gruppen wie diesen auch noch einmal dazu sagen, also wenn wir Formate sehr beteiligungsorientiert aufsetzen, ja,
von vornherein, ja, dann habe ich viel mehr Beteiligung in solchen Formaten als in Präsenzformaten, weil eben nicht nur die 3, 4, die immer gern reden, in einem Präsenzformat zu Wort kommen, sondern weil ich halt von vornherein mehr auf Schriftlichkeit setze. Aber das ist richtig, das sind Kompensationsbewegungen, die wir schon vorgenommen haben und sind Kompensations- und Lösungsansätze, die muss man tatsächlich eben gehen und tun, und man muss das machen. Und das heißt nicht, dass diese Anstrengung und diese Schwierigkeit und diese Paradoxe nicht da sind. Also diese Paradoxe sind einfach da, und ich finde sie ganz, ganz wichtig anzuschauen. Ja. Also deswegen bin ich da. Also bin dann da teilweise auch ambivalent, weil wir natürlich da schnell im Lösen sind. Ja. Frau Feigl, falls ich gleich weitergeben darf, Karin. Ja, super, es ist gerade leise bei mir. Das war leider immer wieder jetzt sehr gestört. Zu diesem Paradoxa, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir sie einfach wahrnehmen, bewusst wahrnehmen und auch eben dann anders agieren können. Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass mir das ein Anliegen ist, auch nochmal genau hinzusehen, es gibt Veranstaltungsformate, wo einfach das Präsenzunterrichten und Dabeisein einfach ganz andere Möglichkeiten bietet als der Online-Unterricht. Da würde ich auch schon mal längere Formate auf jeden Fall eher dorthin orten, auch wenn es jetzt, ich habe gerade selber bei einer australischen Fortbildung mitgemacht und es war auch total spannend, sowas mal zu machen. Aber mir ist dann schon wahnsinnig abgegangen, erstens mal dieses doch sich direkt vor Ort mit Personen auszutauschen, vielleicht auch körperorientierte Aktivitäten zu teilen, und das geht einfach dann auf Kosten dieser anderen Möglichkeiten. Aber dass es sehr, sehr vieles gibt, was man online mittlerweile machen kann, also gerade bei Konferenzen und bei Talks und dergleichen, ich glaube, da sind wir alle d'accord. Ja gut, da sind wir eigentlich schon mitten in der Diskussion drinnen. Also wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie technologische Strukturen das Miteinander beeinflussen, also gerade in Online-Konferenzen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen weiterdenken. Wie können wir denn unter diesen Voraussetzungen gelingende Veranstaltungen gestalten? Darf ich vorher, Frau Kuhlmann, gerne noch eine Anmerkung machen? Noch zum vorherigen Punkt, gerne. Ja, weil sie mir wirklich relevant erscheint. Ich bin nicht sicher, ob wir schon vom selben reden, wenn wir von Paradoxa reden. Ein Paradoxon ist nicht dasselbe wie ein Problem. Ein Paradoxon, oder wenn ich von Paradoxa spreche, dann spreche ich davon, dass es in einer Situation zwei widerstrebende Tendenzen gibt, die sich nicht in einem vereinen lassen. Und deshalb lassen sich bestimmte Paradoxa nicht lösen. Das heißt, an dem Beispiel, Frau Aschemann, zu sagen, ja, aber das habe ich doch auch, wenn ich fernsehe. Ja, selbstverständlich. Also der Begriff der Telepräsenz ist einer, der ist in den 80er Jahren von Game-Entwicklern und Entwicklern von Virtual Reality Rooms erfunden worden, damit man weiß, wovon man spricht. Es erfordert aber nichtsdestotrotz eine bestimmte psychologische und mentale Fähigkeit von mir, die zu großen Teilen unbewusst abläuft und die wir als Kinder, also wo auch Kinder im Übrigen unterschiedlich gut in dem sind. Als ich ein Kind war, haben wir immer gesagt, sag mal, wir täten so als ob, du bist die Mutter und ich bin der Vater und das ist das Kind und so weiter. Und das hat bedeutet, ganz diese Person zu werden, nicht? Also das ist ja nicht eine Fähigkeit, die jetzt neu gefordert wird. Ich glaube nur, wenn wir in der Beschreibung, und das ist ja auch wirklich nur ein Ausschnitt, wenn wir in der Beschreibung glauben, dass wir es harmonisieren müssen, entgeht uns etwas. Und deshalb habe ich zu Beginn auch von Double Bind gesprochen. Weil manche dieser Momente bringen ein Double Bind. Damit ich gut in Kontakt mit ihnen bin, muss ich gut mit mir selber in Kontakt sein. Dazu brauche ich den Körper. Und ich denke, also wir kriegen es mehr hinein, wenn wir es in den Diskurs bringen, wenn wir den Körper in die Formate einbauen. Und da braucht es eine Kultur, die auch ein neues Selbstverständnis braucht, weil manches davon erscheint ein bisschen komisch. Da sind wir noch nicht. Also in welchem Format kann ich aufspringen und meine Glieder schütteln zum Beispiel?
Das kann man auch nicht allein tun. Das ist etwas, was aus Handeln sozusagen passiert. Aber der Unterschied zwischen Paradoxon und Problem ist mir ein enormes Anliegen, nicht in der Diskussion gleichzuziehen. Ne? Ich möchte nur schon also ermutigend hinzufügen, ja. Aber wenn man sich nicht so lang, also sogar wenn man sich nicht so lang auf der Ebene der Analyse aufhält, ja, ist es möglich, eine ganze Reihe dieser Schwierigkeiten oder Herausforderungen so zu überbrücken, dass sie einen im Alter kaum noch belasten. Ja. Ich würde natürlich auch nicht sagen, also ich habe selber ein langes Jahr zur Ausbildung vor langen Jahren genossen, ich könnte mir nie vorstellen, sowas online zu machen. Ja, ganz klar, ich brauche meinen Körper. Ich brauche meinen Körper auch jetzt, in dem Moment. Ja. Ich brauche auch die Haptik. Ich habe einen Stift in der Hand, ich schreibe irgendwas oder ich, ja, genau. Also ich habe diese Präsenz in einem anderen Raum, als in dem ich jetzt sozusagen mit Ihnen gemeinsam hier anwesend bin und Sie wirklich auch wahrnehme, ja, ich habe das trotzdem, ja. Es ist aber so weit, also das ist sozusagen meine berufliche Erfahrung, ja, da stellt sich ja die Frage jetzt auch nicht, kann ich Willi online arbeiten, ja, also zumindest nicht für mich, weil ich einfach diese paar Schritte gegangen bin, die mir das ermöglichen, da einfach ein Stück weit mich nicht belastet zu fühlen, ja. In einer Online-Lehrveranstaltung gehe ich weniger müde raus und habe mehr Aktivität für den Studierenden erlebt als eine Präsenzlehrveranstaltung. Ich bin eine begeisterte Präsenzlehrende auch schon immer gewesen, seit 15 Jahren, ja, obwohl ich dort auch schon immer Online-Möglichkeiten mit einbezogen habe. Ja. Und das war nicht gleich so, nicht im ersten Jahr, aber es ist so gewesen. Also so ein, vielleicht möchte ich sozusagen ein Stück noch als Ermutigung dazulegen. Ja. Und ansonsten kann ich allem, was Sie gesagt haben, nur zustimmen, Frau Sussmann. Und Frau Feigl, also da waren nur Dinge, wo ich mir denke, ja, stimmt, ja, so sehe ich das auch. Ja. Haben Sie denn das Gefühl, Frau Aschemann, dass es noch notwendig ist, den digitalen Raum zu verteidigen? Haben Sie das Gefühl, dass das irgendwie bedroht sein könnte, dass der digitale... Keinsterweise, nein. Okay. Haben Sie denn das Gefühl, dass man das tun sollte, müsste oder dergleichen? Ganz im Gegenteil, aber ich frage Sie deshalb, weil... aufgrund dessen, was Sie vorher gesagt haben, habe ich mich gefragt, weil Sie darauf hingewiesen haben. Ich glaube, da geht es gar nicht um Verteidigung, da geht es für mich wirklich so um diese Sichtweise, was ich in meinem Eingangsstatement gesagt habe. Ich glaube, die beiden Räume funktionieren unterschiedlich. Und je mehr es uns gelingt, sozusagen da nicht wertend hinzuschauen auf die Unterschiede, desto mehr können wir diese Unterschiede, also auch im Sinn von Potenzialen, nutzen. Ja? Also ich glaube, dass uns die Wertung manchmal im Weg steht, ja? Dass uns die ein Stück weit manchmal im Weg steht, wenn wir die Besonderheit erkennen wollen oder die Einzigartigkeit erkennen wollen, des einen oder des anderen Raums. Und Frau Feigl, ich habe Sie gesehen, gleich momentan, mir gefällt da immer sehr gut dieses Bild vom Jöran Muss Mehrholz, der spricht da sozusagen vom blauen Element und vom grünen Element. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, Online-Didaktiker aus Deutschland, bekannter. Er sagt so, das grüne Element, das wäre so wie die Erde, auf der gehen wir, ja, und das blaue Element, das Wasser, da schwimmen wir, da kann man nicht gehen. Und es ist, also die Pinguine sind halt sozusagen begnadet, weil sie in beiden Elementen sich fortbewegen können. Und uns Menschen fällt halt eins natürlich als erstes einmal leichter, weil das ist, auf dem wir uns fortbewegen lernen und das andere müssten wir lernen. Und ich finde das, ich finde es wirklich einfach, einfach ein sehr nettes, reizvolles Bild, um auch deutlich zu machen, es geht nicht darum, im Wasser zu gehen und es geht nicht darum, an Land zu schwimmen. Also es geht wirklich darum, so diese Unterschiede zu sehen. Also meine Ausführungen waren eher dem Versuch geschuldet, auf die Besonderheit hinzuführen in einer möglichst, wie soll ich denn sagen, mal neutralen, danke, die Pinguin-Metapher, neutraleren Sichtweise. Weil ich schon oft erlebe, also diese Frustration, die mit dem Online-Arbeiten verbunden ist, ich habe es in meinem Eingangsstatement ja auch geschildert, ja, es braucht viel Anstrengung, es braucht viel Mühe, ja, es ist was, was uns, das verlangt uns was ab. Es ist nicht das, was man natürlicherweise im gemeinsamen Sein erleben, ja, wir müssen anders tun, ja, das ist einfach anstrengend, das führt zu Frustration, ja, also da merke ich schon manchmal, ich will Menschen ermutigen oder ich will sozusagen diese Frustration nicht zu auch von Berufswegen, ja, es ist sozusagen ein Stück weit so, dass es mir persönlich nicht genügen würde, so auf dieser Ebene der Frustration zu verharren, aber das wollen wir eh überhaupt nicht. Ich glaube, deine Frage, Karin, war schon mal gestellt vorher, was es denn zu tun gäbe, wie man denn Bildungsformate, glaube entlastend
gestalten Genau. sollten. Und, aber ich glaube, so. Die Frau Feigl wollte auch noch sich beteiligen an der Diskussion, die gerade im Gange ist. Ja. Genau, aber das leitet eh ein bisschen über zu dem, was jetzt auch die Fragestellung war. Also mir wäre es einfach ganz, ganz wichtig zu überlegen, wenn wir jetzt digital gestütztes Lernen verwenden, das nicht additiv einzusetzen, sondern wirklich integrativ. Also eigentlich geht es immer um das, was bedeutet, wie kann ich Lernen sozusagen ermöglichen. Das war auch so die urdidaktische Frage oder pädagogische Frage. Und das, glaube ich, ist, wir reden da über verschiedenste Settings und verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, in jedem Setting, auch mit jedem Tool, habe ich eine Reihe von Möglichkeiten, die ich vielleicht auf andere Weise nicht habe. Die gilt sozusagen auszuschöpfen und zu schauen, okay, für meine Lernendengruppe und für das Thema, das ich jetzt sozusagen vermitteln möchte oder dass wir gemeinsam erarbeiten, was sind da die besten Tools und auch die besten Methoden und auch die Lernräume. Ich glaube, darauf sollten wir uns wirklich fokussieren. Und wenn es dann eben im digitalen Raum ist zum Beispiel, dann ist das ja ein super, bietet super Möglichkeiten. Dann ist es wichtig, einfach auch zum Beispiel diese Paradoxa im Kopf zu haben und zu wissen, okay, wenn ich mich in diesen Raum begebe, dann gibt es die und die Situation und dann kann ich auch damit einen Umgang finden, auch wenn ich den nicht löse, wenn ich dieses Paradoxon nicht lösen kann. Und ja, das gilt eigentlich für jeden Raum. Und ein Modell, was mir da zum Beispiel sehr gut gefällt, ich weiß nicht, das SAMR-Modell, ob Ihnen das was sagt, für digital gestützten Unterricht, also wo man Tools eben daraufhin bewerten kann, wie viel Mehrwert sie bringen. Weil ich habe immer wieder gesehen, da ist einfach, also auch im Gegenteil zu dem, was Sie gemeint haben, Frau Aschemann, dass die Leute frustriert sind. Es gibt doch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die dann wahnsinnig viele Tools verwenden und auch so das Gefühl haben, okay, ich muss jedes Mal was Neues einsetzen und da wieder das und das bringen. Und vielleicht ist manchmal weniger mehr und auch wirklich sich klar die Frage zu stellen, was möchte ich damit bezwecken und wer ist jetzt auch sozusagen, wer sind die Personen, die ich erreichen möchte. Danke noch einmal genau für dieses Modell. Das ist mir sehr, sehr lieb auch in meiner Arbeit. Ja. Also das zu unterscheiden, wo kann ich denn wirklich, Willi, geht es darum, was zu ersetzen oder geht es einfach darum, was zu erweitern oder geht es darum, irgendwas ganz neu zu gestalten, zu redefinieren und sich das auch wirklich anzuschauen, bevor man irgendwas einsetzt oder tut. Genau, genau. Ich sehe im Chat so quasi fast schon eine Paralleldiskussion, die würde ich ungern liegen lassen. Genau, also im Chat wurde während jetzt sozusagen live diskutiert wurde, wurde im Chat auch diskutiert, wo es einerseits einerseits um technische Voraussetzungen ging. Also hat man jetzt zum Beispiel eine Kamera, das beeinflusst, wie man teilnimmt, welche Gruppengröße ist anwesend, wie einfach ist das zu überblicken. Dann wurde auch diskutiert, wie gleichberechtigt ist der Online-Raum. Also sitzt jemand hinten, sitzt jemand in der ersten Reihe, wie leserlich ist die Handschrift? Wie sind die Möglichkeiten zur Interaktion, zum Mitmachen? Da kann man zum Beispiel auch Haptik einbringen, wurde da genannt im Chat. Was kam da noch? Die Wahrnehmung der Trainer und Trainerinnen, wie etwas ankommt, also auch die Feedback-Möglichkeiten im Online-Raum. Genau. Da kam ganz viel. Gibt es da etwas, was da aktuell, Birgit, du hast den Chat angesprochen, gibt es da etwas, was du da aktuell gerne kommentieren würdest? Für mich ist eher die Frage, ob konkrete Fragen offen sind an uns, weil sonst würde ich nämlich den Eindruck haben, dass da vieles schon in Richtung geht, Gestaltung, ja. Also wenn ich zum Beispiel sehe, ungleiche Gestaltung, ja, also was kann man, also ungleiche Machtverhältnisse, Gleichberechtigung und dergleichen, also das sind lauter Dinge, die man so auch als Gestaltungsaspekte ummünzen und als solche besprechen könnte. Aber gibt es irgendwelche Fragen oder Kommentare, die man jetzt, Frage ans Publikum, die man wahrnehmen sollten, die man, wo man darauf eingehen sollten? Vieles ist vielleicht ohnehin als Kommentar zu lesen und keine offene Frage. Aber wenn es offene Fragen gibt, bitte deutlich melden. Ja.
Da gibt es die Rückmeldung, dass es teilweise auch mühsamer sein kann als in Präsenz, weil es eben schwierig ist, wenn man zum Beispiel eine Paralleldiskussion im Chat hat, dass man auch der Diskussion der Vortragenden folgt. Die Gleichzeitigkeit ist schwierig, das ist vorher schon angesprochen worden. Jetzt habe ich da eine Diskussion im Chat, dann habe ich ein Gespräch. Wir als die jetzt am Podium sitzen, sind auch ein bisschen hin und her gerissen, können wir uns einander zuwenden, wenden wir uns dem Chat zu. Genau, das ist auch ein Unterschied. Aber wenn jetzt keine expliziten Fragen aus dem Chat offen sind, dann würde ich mit dem Blick auf den Chat jetzt auch nichts aufhalten wollen. Ich wollte nur sicherstellen, dass wir da jetzt niemanden hinten lassen, der sich einbringen wollte. Ja, gut. Entschuldige, Karin, du moderierst. Nein, ist ja gut, dass man irgendwie beides, das ist ja gerade die Komplexität des Online-Meetings, dass man irgendwie auch den Chat und auch die Diskussion, die live stattfindet, da genau dabei hat. Ja. Ja gut, also mit Blick auf die Uhr, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Wir haben uns recht viel vorgenommen für heute. Wir sind gerade, haben gerade diskutiert über gelingende Begegnungen im Online-Raum. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Wir können hier weiter diskutieren oder wir springen vielleicht noch in das Thema Haptik, Körperlichkeit, das wir uns auch vorgenommen hatten. Ich sehe Birgit Aschemann nicken. Ich schaue jetzt noch einmal Christa Sussmann und Elisabeth Feigl an. Glaube ich, da auch einverstanden sind, wenn wir uns schon mal ein bisschen der Haptik widmen. Und das war ja das Thema von Elisabeth Feigl in dem sozusagen Impulsvortrag. Das heißt, ich frage jetzt Sie als erstes, Frau Feigl, was passiert denn mit dem Körper im Online-Raum? Welche Rolle spielt Haptik und wie kann man dafür sorgen, dass das in Online-Settings gut mitgedacht wird? Ja, danke. Ich habe vorhin schon versucht, ein bisschen sozusagen in die Richtung einzumoderieren oder einzustimmen. Und ich denke, die Haptik, wie gesagt, ist unser Beziehungssinn und ist auch der Sinn, der Berühren und Berührtwerden möglich macht. Und das ist wichtig, glaube ich, das immer wieder im Kopf zu haben und auch im Online-Setting sich zu überlegen, okay, gibt es Möglichkeiten, das in direkter Form einfließen zu lassen oder bedeutet das einfach, dass es in der Wahrnehmung verstärkt verankert ist? Auch was schon vorhin gefallen ist, eben sich bewusst zu sein, okay, ich bin jetzt in zwei verschiedenen Räumen und ich bin aber bewusst immer wieder auch in meinem Körper, ich richte mich ein und weiß, okay, mit dem Kopf sehe ich sie jetzt alle hier und das ist schön und ich habe die Möglichkeit jetzt eben, die ich sonst nie hätte, hier mit so vielen Personen online zu sein. Andererseits bin ich immer noch im Büro, Hintergrundlärm gibt es auch genug, es ist heiß. Ich muss auch immer wieder ein bisschen meinen Körper spüren, wird es mir jetzt zu heiß, kann ich das Fenster zumachen etc. Also ich denke mir, das ist eigentlich so eine Selbsterfahrung, die es auch gilt, vielleicht manchmal ein bisschen zu trainieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr leicht verloren geht, bei Kindern sowieso, wenn ich oft sehe, wie Mütter mit ihrem Handy sitzen und die Kinder eigentlich völlig allein lassen, in ihrer Körperlichkeit eigentlich, aber auch erwachsene Lernende und Lernende, dass das einfach wieder mehr Bewusstheit hat. Und ich kann das natürlich auch, Sie haben es vorhin schon angesprochen, in kleinen Aktivitäten zum Beispiel auch im Online-Setting machen. Ich war jetzt mal bei einem Online-Seminar, da mussten wir am Anfang jeder irgendeinen, ich weiß gar nicht mehr, einen Schuh oder sonst irgendwas bringen und zeigen. Und das ist ja auch quasi so eine Körperaktivität. Man muss sich bewegen, man kommt dadurch auch in den Raum. Man kommt da nochmal in andere Dimensionen sozusagen. Und was spannend ist, ein Kollege hat auch probiert, wenn Aufstellungsarbeit, die wir gerne im Präsenzunterricht machen, auch in den digitalen Raum zu holen, das hat irgendwie zum Beispiel nicht so gut funktioniert, weil es eigentlich dann wieder so war, dass die Personen nur im Kopf irgendwo sich positioniert haben und eigentlich mit dem Körper trotzdem ja dort geblieben sind, wo sie sind. Also es gilt da sicher, das auszuprobieren und dann immer wieder mal auch nachzufragen, sich Rückmeldungen von den Teilnehmenden zu holen,
Ich denke, wie wir angefangen haben mit dem teilnehmerorientierten Unterricht, wenn Sie sich erinnern, wo auf einmal nicht mehr Frontalunterricht war und die Leute mussten auf einmal miteinander in Interaktion treten und mussten vielleicht auch mal vor der Gruppe was sagen oder zu zweit etc. arbeiten, war das auch ein großer Aufschrei damals. Na, wieso soll ich das machen? Und das ist doch irgendwie gar nicht notwendig. Ich bin doch erwachsen, ich will nicht mehr spielen etc. Und da denke ich mir, ja, also beim digitalen Lernen haben wir einfach auch nochmal so große Schritte vor uns. Da ist eigentlich auch eine total spannende Möglichkeit gegeben, Neues auszuprobieren und zu schauen, wie wirkt das und bewährt sich das oder lässt man das fallen und probiert was Neues aus. Mhm. Danke. Es war ganz viel dabei, was wir sonst wahrscheinlich gesagt hätten, zu wie gestalte ich ein Online-Meeting so, dass es für alle beziehungsfördernd oder zumindest sozusagen körperlich ein Stück bestärkend und entlastend ankommt. Also viele dieser Dinge, Frau Feigl, die Sie jetzt genannt haben, den Körper hereinzuholen, Übungen zu machen, das zu benennen oder wirklich gemeinsam einfach was tun, körperlich oder das Umfeld zu thematisieren oder anzusprechen. Genau. Gehören eben zu diesen Dingen, die wir auch immer empfehlen. Danke. Jetzt sind wir zeitlich wirklich schon so knapp, gell? Es sind eigentlich nur mehr 5 Minuten. Sollen wir uns einer Schlussrunde nähern, Karin? Was hast du geplant? Vielleicht geben wir zuerst noch mal das Wort an Frau Sussmann weiter, die jetzt zum Thema Haptik vielleicht auch noch etwas ergänzen möchte. Wir hören Sie noch nicht. Sie müssten noch das Mikro einschalten, Frau Sussmann, genau. Danke. Da will ich rücksichtsvoll sein und dann vergesse ich das. Was mich interessieren würde, ist, wenn sich das noch ausgeht, ob von den Anwesenden sich jemand noch mit Stimme dazuschalten möchte. Ich war jetzt sehr in dieser Parallelgeschichte im Chat und der Fragestellung, die mich auch extrem beschäftigt. Wie kann ich überhaupt noch Verbindung herstellen und ein Gefühl dafür entwickeln, mit wem ich noch da bin, wer noch da ist? Und insofern wäre es mir einfach ein Anliegen, nochmal die Frage zu stellen, wenn Sie damit einverstanden sind, ob sich jemand mit der Stimme noch einbringen will. Das ist ein sehr gutes Stichwort, ja? Gibt es da schon eine Wortmeldung? Ich mache das mal. Guten Tag, Petra van Husen. Eine Fragestellung, die mich beschäftigt im Online-Unterricht, ist, dass wir zum Beispiel so Situationen haben jetzt, dass wir ad hoc, weil Corona jemand krank ist, also hybride Formate machen. Und es öfter passiert ist, dass die Teilnehmenden eigentlich vergessen, dass man sie die ganze Zeit sehen kann. Also nicht so wie hier jetzt ein paar Kacheln sind da, manche nicht. In dem hybriden Format, wenn die Gruppen nicht ganz so groß sind, sind die ganze Zeit präsent. Und mir ist es manchmal so, dass ich denke, ich muss die auch schützen, dass die da die ganze Zeit gesehen werden. Die lesen auf einmal Zeitungen, die eine schläft ein. Solche Dinge sind schon passiert. Und also diese Seite, deswegen fand ich eigentlich die Darstellungen, die jetzt bisher auch gekommen sind, nochmal ganz gut, dass manchmal auch vergessen wird, wo befinde ich mich eigentlich, und im Raum wird mich jemand anstupsen oder mich fragen, wie geht's dir eigentlich, und das mache ich als Lehrende natürlich auch oder suche mir Sachen, okay, ich habe die Telefonlisten auch, ich kann dann in den Pausen anrufen oder eben digitale Möglichkeiten nutzen, die Leute auszuschalten oder sonst irgendwas. Aber dieser Aspekt war mir jetzt bei dem Thema, als ich mit dazugekommen bin, auch nochmal wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch andere, die ähnliche Erfahrungen haben oder noch Hinweise dazu. Dankeschön. Sprechen Sie es an eigentlich, weil Sie jetzt zurückgefragt haben mit den Teilnehmenden, mit den Online-Teilnehmenden. Ist das was, Frau van Husen, was Sie mit den Online-Teilnehmenden beim Begrüßen oder so besprechen oder besprechen könnten?
Ja, ich habe es jetzt eher mitgekriegt, nicht also in dem Punkt, wo ich es selber gemacht habe, sondern wenn Dozenten auch da sind, die damit noch nicht so viel Erfahrung haben. Auch die vergessen das da. Also weil das jetzt nochmal was anderes ist, so wie Sie jetzt moderieren und dann nebenher noch den Chat und so, sondern das ist jetzt natürlich nochmal eine Spezialform, wenn ich sozusagen mit anderen Rollmenschen in Präsenz bin und habe dann noch Menschen dazu geschaltet. Also diese besondere Form, da war mir das nochmal aufgefallen. Ich möchte es unterstreichen, Frau van Husen, diese, also ich finde schon, dass ModeratorInnen, Hosts auch eine Schutzaufgabe haben, jemanden vor ungewollter Preisgabe zu schützen, indem man eingreift und Kameras abdreht. Und ich tue das auch und schreibe dann eine Nachricht in den Chat oder wie auch immer, weil alles andere. Weil man natürlich auch abwägen muss, ob man jemanden beschämt, indem man was anspricht zum Beispiel, oder ob es integrativ ist, indem man es anspricht und sagt, wie ist es, sind wir noch alle da oder nicht da? Wenn die Beziehungen stimmen, ist das eh gut, wenn man das macht. Ne? Aber es ist extrem wichtig, was Sie da ansprechen, dass da auch eine Verantwortung da ist, wenn jemand vergisst. Und generell würde ich auch sagen, dieser Umgang mit den Kameras, das hängt ja schon sehr vom Setting ab, oder in dem man sie befindet. Ich gehe jetzt kurz noch einer Frage aus dem Chat. Da kam die Frage, wir könnten ja die Referentinnen fragen, woher sie wissen, wer noch aller da ist, ja, also sozusagen wer aller dabei ist, ja. Und dann kamen Antworten von anderen Teilnehmerinnen so in die Richtung, ja, die sehen das an der teilweise digitale Körpersprache, also wie man dort jetzt noch sieht, einige sind ja freigeschaltet, einige mit Bild, andere sind eben schwarze Kacheln, ja, und ich habe jetzt so als einen der vielen Antwortvorschläge in dem Setting eben geschrieben, ich muss das nicht immer wissen, ich muss das auch nicht ständig kontrollieren, ja, weil es ist ein Ort, Podiumsdiskussion, wo niemand verpflichtet ist. Es ist nur eine Möglichkeit, sich einzubringen. Niemand ist verpflichtet dazu. Ja. Ich gehe in anderen Settings, zum Beispiel in der Lehrveranstaltung, wo ich ja Anwesenheitspflicht sozusagen auch zu kontrollieren habe, gehe ich tatsächlich so um, dass ich sage, es müssen einfach die Kameras freigeschaltet sein. Dann gibt es in der Regel die Proteste, bei mir geht das nicht und es geht irgendwie, und dann habe ich eine Reihe von Räumen, die ich den Teilnehmerinnen empfehlen kann, die sie aufsuchen können, wo sie unproblematisch, unsere Uni ist Gott sei Dank so gut ausgestattet, volles Equipment haben und sichtbar sind. Und dann erstaunlicherweise, es war wirklich tatsächlich nur jedes Mal so, dass es dann beim nächsten Mal bei allen ging. Ich glaube nicht, dass diese Räume vielfach genutzt wurden, sondern ich glaube einfach, dass, und das kann man natürlich als autoritär sehen oder problematisch, aber niemand ist in einer beschämenden Situation vor einem, also niemand ist im Pyjama im Bett gesessen, ja, sage ich mal, pointiert, ja. Also das auf der Ebene und in dem Rahmen war es lösbar. Natürlich gilt das nicht für alle, ja, wenn ich jetzt an Basisbildung denke oder an andere Situationen. Frau Sussmann, bitte. Also mir geht es schon so, weil die Frage auch im Chat gestellt wurde, wenn ich mir überlege, was brauche ich, damit ich in Kontakt sein kann, dann ich brauche schon irgendeine Form von Kontaktmöglichkeit, sei es visueller Natur, indem jemand die Kamera aufgeschalten hat und ich einen Blick auffange, den ich halt entsprechend interpretiere. Kacheln mit Namen, was bei mir passiert, und das hatte ich auch in Übungen immer wieder versucht in Gruppen, und das untersuchen wir im Moment auch in einer Kooperation mit der Uni Leeds, wie diese Geschichten eigentlich ablaufen. Da richten uns die Menschen, sie blenden schwarze Kacheln aus, die sind dann nicht mehr da quasi. Bis hin zu dem, nämlich Frau van Husen hat vorher angesprochen, Teilnehmerinnen vor Blamage schützen, aber bis hin zu dem, dass man in einem Meeting ist, wo halt dann nur noch ein paar Kameras aufgedreht ist und man vergisst, dass die schwarzen Kacheln immer noch bedeuten, eine andere Person hat aber eine offene Leitung. Und ich merke, dass in mir eine Veränderung stattfindet mit der Anzahl von schwarzen Kacheln. Ja? Das merke ich schon. Oder es ist jemand im Chat da, aber da gibt es dann für mich auch sowas wie, vorher gab es ein ganz kurzes Hin und Her mit einer Teilnehmerin und ich habe dann gesucht, wo ist denn die Teilnehmerin, damit ich sie sehen kann, und habe sie jetzt nicht gefunden. Und das ist eigenartig. Da komme ich mir vor, wie das ist eine Disbalance, und da merke ich, dass ich, also ich merke für mich, ich brauche das schon, dass
ich in Gesichter schaue, die eine Form von Resonanz auch zeigen. Ja. Ich glaube, für Begegnung brauchen wir ein Resonanz. Es ist im Chat geschrieben worden, dass das ein Problem in der Lehre ist, wenn der Vortragende nur noch die Kamera als Gegenüber hat. Ja, das geht mir ganz genau. Ne? Ja, ja. Also ich bitte öfter, wenn ich jetzt irgendwo ein E-Lecture habe oder dergleichen, dass ich ein paar sichtbar schalten, damit ich in Gesichter sprechen kann, Gesichter schauen kann, damit ich sehe ungefähr, was löst das jetzt aus, ja, oder was, naja, damit ich einfach diese Resonanz erleben kann. Und ich finde das also absolut legitim und zähle das sozusagen die menschlichen Bedürfnisse, sozialen Bedürfnisse der Vortragenden dürfen auch berücksichtigt werden in Online-Räumen und Online-Veranstaltungen. Und ich denke, das gehört einfach dazu, die zu äußern und darauf Rücksicht zu nehmen. Ja? Ich denke, das ist auch so ein Punkt. Aber wir müssen echt auf die Uhr schauen. Gell? Entschuldigung. Ja, mich würde als abschließende Frage noch interessieren, weil das auch etwas ist, was wir immer wieder versuchen, auch in letzter Zeit auch empirisch zu erheben. Mich würde interessieren, bei den schwarzen Kacheln hier, also sprich bei den ausgeschalteten Kameras, ob das einen Einfluss auf das innere Beteiligungserleben hat bei den Einzelnen. Also wie sozusagen die eigene Präsenz erlebt wird, jetzt hier in dem Raum. Also ist meine Frage verständlich? Also für die Teilnehmenden, die Kamera aushaben, ist die Frage, gell? Ja. Also die Kamera aushaben, wo sich, also ob sie einen Unterschied in dem merken, wie sie da sind. Ja. Frau Bretter-Ebner möchte, glaube ich, was sagen dazu, gell? Ja, ich war ganz am Anfang kurz eingeschalten mit der Kamera und jetzt bin ich seit 5 Minuten wieder. In der Zwischenzeit war ich eine schwarze Kachel und ich fühle mich nicht anders, nur dass ich ein bisschen lockerer sein kann. Ich kann mich dann zurücklehnen und trinke halt meinen Kaffee. Aber für mich ist die Teilnahme nicht anders. Ich höre genauso zu und bin genauso aufmerksam. Ja. Jetzt gerade. Genau. Mhm. Danke. Dankeschön. Frau Berger, sehe ich auch noch gehobene Hand. Und bei der Frau Fritsch, ui, jetzt nochmal losgehen, obwohl wir die Zeit schon ganz knapp haben. Gell? Im Chat sind auch noch einige Wortmeldungen. Vielleicht, wenn das in Ordnung ist, dann würden wir die Frau Berger noch zu Wort kommen lassen, den Chat noch kurz zusammenfassen und dann das offizielle Ende. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich kurz zu Wort melden und möchte trotzdem die Kaffee nicht einschalten, weil ich in einer Umgebung bin, die eigentlich, ich wollte eigentlich nur zuhören und ich kann nicht freischalten. Ich kann nur selbst aus eigener Erfahrung sagen, ich nehme gerne immer nur mit abgeschalteter Kamera eben teil, weil man eben unbeobachtet ist und ich habe schon ganze Hochschullehrgänge so mitgemacht und wenn der Vorteil wäre, wenn einfach immer eine Diskussion spontan mit Mikrofon möglich wäre, dann schaltet man sie einfach dazu. Also im Rahmen von bis zu 15, 20, 30 Teilnehmern ist das locker möglich. Und es geht ja auch die Tendenz weg von Videokonferenzsystemen hin zu Audiokonferenzsystemen, um genau das zu verhindern, dass man sich ständig sieht. Und ja, also ich lasse meine Studierenden, ich unterrichte auch, lasse die Kameras ausschalten. Und sie sind dabei, sie reden, sie schalten das Mikro wieder ein, sie reden. Wir haben oft den Bildschirm freigeschalten, wir gestalten Videos. Also am Anfang habe ich auch den Bildschirm gebraucht, das gestehe ich. Aber ich habe das Vertrauen, dass diejenigen, die jetzt vor mir sind in der Erwachsenenbildung, dass die dabei sind, dass sie ja wirklich dabei sein möchten. Und der Vorteil ist auch, ja, man kann einmal aufstehen und einmal weg oder mal kurz weggehen, vielleicht einen Kaffee holen. Und es schauen nicht alle anderen zu, es ist viel weniger Ablenkung. Mhm. Ja, das war jetzt super kurz zusammengefasst, weil schon die Zeit trägt. Dankeschön. Spannend, danke. Super. Ja, vielen Dank Ihnen allen für die Wortmeldungen. Ich fasse ganz kurz noch zusammen, was im Chat noch so gekommen ist. Da ist einerseits eben das Unbeobachtetsein ist ganz oft gekommen. Bei anderen natürlich auch die Aufzeichnung, dass man vielleicht nicht weiß, was mit der Aufzeichnung dann passiert. Andere meinen, sie sind dann mit viel höherer Konzentration auch ohne Bild dabei. Das Beobachtetfühlen ist eben gekommen, das besser konzentrieren können. Beziehungsweise vielleicht auch die Umgebung, die dann eben da, die man vielleicht nicht preisgeben möchte, wo man sich gerade befindet.
Ja, mit Blick auf die Zeit sind wir schon wenige Minuten nach unserem geplanten Schluss sozusagen angekommen und ich nutze vielleicht noch ganz kurz eine Minute, um noch hinzuweisen auf unsere nächsten Veranstaltungen. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren Diskutantinnen Christa Sussmann, Elisabeth Feigl und Birgit Aschemann und natürlich bei Ihnen allen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren. Wir hätten, glaube ich, noch eine Stunde weiter diskutieren können. Aber schauen jetzt eben trotzdem, dass wir zum Ende kommen. Ganz kurz noch als Hinweis, wir haben für den Herbst auch wieder einige Diskussionsveranstaltungen geplant. Einerseits das DigiCamp, das ist viel, viel interaktiver noch als diese Veranstaltung heute. Da geht es nämlich wirklich um die Themen, die Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer einbringen. Und abgesehen davon haben wir auch weitere Digitalks im Herbst geplant. Die werden wir bei Zeiten dann eben auf unserer Website auch veröffentlichen. Ja, die Aufzeichnung ist schon angesprochen, finden Sie in wenigen Tagen auch auf erwachsenenbildung.at. Eine Bitte hätten wir noch an Sie alle. Bitte seien Sie doch so nett, füllen Sie unsere Feedback-Umfrage aus und teilen Sie uns mit, was wir in Zukunft noch verbessern können. Und wenn Sie gerne über weitere Webinare informiert werden möchten, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter. Da werden Sie dann immer rechtzeitig informiert, wenn ein Webinar stattfindet. Und für die Teilnahmebestätigung, alle, die eine Teilnahmebestätigung erhalten möchten, Sie bekommen morgen Mittag ein E-Mail von uns und können sich Ihre Bestätigung dann herunterladen. Damit sage ich noch einmal herzlichen Dank an Birgit Aschemann, Christa Sussmann und Elisabeth Feigl und an Sie alle. Und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend.